Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, dem Platinum Walkthrough. Okay, be wir bewegen uns erst einmal zum Meditationsraum zurück. Denn da können wir nochmal mit Herrn Gamschuh sprechen oder Inspektor Gamschuh. Hey, du bist das, Junge. Ich wette, du wirst sie verteidigen. Ja. Oh, das tut mir echt leid, Junge. Ich wünschte, ich könnte einmal auf deiner Seite stehen. Inspektor Gamschuh. Ja, aber ich sollte so etwas nicht zu dir sagen. Hey, du bist ein süßes Kind. Ich beiße nicht, ehrlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Gamschuh Kinder mag. Hey, ich weiß was. Ich zeige dir was Tolles. Sieh mal, eine echte Pistole. Wow. Inspektor Gamschuh, Sie können jedoch nicht so etwas Gefährliches zeigen. Oh, Entschuldigung. Wow. Okay, zuerst präsentieren wir ihm mal diesen Zeitungsausschnitt hier. Dr. Gray brachte das hier letztens in mein Büro und... Hey, das ist der Artikel, der über die Anklage wegen eines Kunstfehlers. 14 Patienten starben und es gab einen Riesenaufschrei. Ja, aber das ist nicht alles, Junge. Danach wurde die Angelegenheit noch schlimmer. Meinen Sie den Autounfall, bei dem die Schwester auch starb? Oh, da ist er ja. Heute habe ich meinen eigenen Ausschnitt mitgebracht. Hier, Junge, der ist für dich. In Ordnung, danke. Zeitungsausschnitt 2 zur Gerichtsakte hinzugefügt. Mimi Meini, Schwester an Dr. Grays Klinik, schlief am Steuer ein und starb. Ja, den Nachnamen haben wir ja schon mal gehört, nicht wahr? Okay, wir reden nochmal mit ihm. Was ist mit Maya und den Dingen, die ihr vorgeworfen werden? Ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst. Wir haben ein paar Beweisstücke. Sie haben Beweise? Ja, Junge, die Fotografin mit der komischen Frisur wird morgen aussagen. Er meint wohl Lotta und wo wir gerade von Lotta reden. Ich habe vorhin ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe da drin einige Fotos von der Mordszene geschossen. Lottas heiße Bilder. Ich frage mich, was ihre Kamera eingefangen hat. Abgesehen davon, musst du doch mittlerweile erkannt haben, Junge, dass niemand außer Maya Fey es getan haben kann. Was soll ich jetzt Pearl erzählen? Was Dr. Gray angeht, das Opfer war nicht richtig berühmt, aber die Leute kannten es trotzdem. Alle Boulevardzeitungen haben letztes Jahr sein Gesicht gezeigt. Ja, ich weiß. Ich habe einige Zeitungen aus dem letzten Jahr durchgesehen und... Hä? Ich habe doch einen Artikel ausgeschnitten, aber ich muss ihn verloren haben. Er durchsucht seine Taschen und die sind echt groß. Er sah auch wirklich interessant aus. Hey, hast du eine Kopie, Junge? Eine Kopie dieses Artikels? Ich denke, Dr. Gray brachte vielleicht gestern eine Kopie mit ins Büro. Wegen Mayas Prozess morgen. Ich habe zwei Neuigkeiten für dich, Junge. Zwei? Ja, eine schlechte Neuigkeit und eine noch schlechtere Neuigkeit. Also, welche willst du zuerst hören? Ist mir egal, es ändert ja nichts daran, dass sie mir nicht gefallen werden. Na gut, Junge. Nun, der Staatsanwalt des morgigen Prozesses heißt von Karma. Was? Von Karma? Manfred von Karma, er war ein ehrfurchteinflößender, erfahrener Staatsanwalt. Er verlor in 40 Jahren keinen Fall und zog einen furchtbaren Schüler heran. Den Nachgeschmack des Bösen, den er bei mir hinterlassen hat, werde ich nie vergessen. Ein Moment, aber stand von Karma nicht vor Gericht und... Das sind die noch schlechteren Neuigkeiten. Der von Karma, den du morgen triffst, ist sein Nachfolger. Nachfolger? Also, wer ist dieser Nachfolger von Karma? Junge, es ist buchstäblich das Kind von Staatsanwalt von Karma. Sein Kind wurde schon mit 13 Staatsanwalt und hat noch keinen Fall verloren. Sowas nennt man Wunderkind, Junge. Kind, Ein Moment. D-d-13? Das Kind wurde mit 13 Staatsanwalt? Ich meine, ein solches Wunderkind, davon hätte ich doch gehört. Oh nein, nein, das Kind wurde in Deutschland geboren und aufgezogen, Junge. Dort gibt es eine Menge Zeug und es eignet sich toll, um Talente zu entwickeln. Deutschland, hä? Vermutlich habe ich darum nie etwas von dieser Person gehört. Uff, trotzdem, wenn ich den Namen von Karma nur höre, kommen die schrecklichen Erinnerungen an diesen Fall wieder hoch. Halt, komm darüber hinweg, Phoenix. Diese Person ist Vergangenheit. Okay, als nächstes bewegen wir uns wieder zum Nebenzimmer.
Hallo nochmal, wir treffen uns heute aber oft. Oh, sie ist total süß. Ist sie ihre Tochter? Was? Nein! Was denkt sie denn, wie alt ich bin? Okay, reden wir nochmal über das Opfer. Ich möchte mit Ihnen über das Opfer Dr. Gray sprechen. Ich kenne ihn gar nicht. Bam! Neue Gameplay-Mechanik. Ah, was ist das? Sie können es sehen, oder Herr Nick? Sie können die Blockade im Herzen einer Person sehen. Hä, was? Das ist die Kraft des Magatama. Nur Sie können diese psychischen Blockaden sehen, Herr Nick. Psychische Blockaden, hä? Je stärker jemand seine Geheimnisse verbergen will, umso mehr Blockaden sehen Sie. Wenn Sie nur eine sehen, können Sie diese sicher leicht durchbrechen. Durchbrechen? Aber wie? Bitte wenden Sie das Magatama der mystischen Maya auf diese Person an. Und dann lassen Sie uns diese Blockade beseitigen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber ich probiere es mal. Bitte vorsichtig, Herr Nick. Wenn Sie einen Fehler machen, wird es Ihnen wehtun. Wenn Sie glauben, dass Sie den benötigten Beweis noch nicht haben, müssen Sie aufhören. Nun, ich muss irgendwo anfangen. Versuchen wir es mal mit diesen Blockaden. Okay, los geht's. Wir präsentieren das Magatama. Nimm das Magatama! Okay, los geht's, das Opfer. Ini meini, ich glaube, Sie wissen, wer Dr. Gray ist. Ich sagte es Ihnen doch schon. Wie oft soll ich mich denn noch wiederholen? Wenn Sie so total sicher sind, wo sind dann Ihre Beweise? Es mag zwar sein, dass Sie Dr. Gray niemals persönlich getroffen haben, aber ich denke, dass Sie ihn zumindest indirekt kannten. Wie meinen Sie das, indirekt? Ich sollte jetzt erstmal aufzeigen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Also, etwas, das eine Verbindung zwischen Ini und Dr. Gray nahelegt, ist der Zeitungsausschnitt Nummer 2. Sehen Sie sich diesen Zeitungsausschnitt an. Was ist das? Da geht's um einen Unfall? Lesen Sie bitte den Namen des Opfers. Mimi Meini. Meini ist ein ziemlich seltener Nachname, oder sehen Sie das anders? Frau Mimi Meini ist nicht zufällig eine Verwandte von Ihnen, oder? Sie haben es also bemerkt. Sie war meine ältere Schwester. Ich bedauere Ihren Verlust sehr. Ihre Schwester, war sie eine Krankenschwester in Dr. Grays Chirurgieklinik? Die chirurgische Klinik Dr. Gray. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das Opfer Dr. Turner Gray diese Klinik leitete. Und daher kannten Sie Dr. Gray. Sie kannten ihn über Ihre Schwester. Blockade gelöst. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Dr. Gray wissen. Der Name meiner Schwester war Mimi Meini. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. Das dachte ich mir. Ich hörte, dass Dr. Gray total streng war. Der totale Sklaventreiber. Meine Schwester kam immer total schlapp und voll überarbeitet nach Hause. Schlapp? Ist sie deshalb am Steuer eingeschlafen? Der Typ hat meine Schwester so angetrieben. Darum kam es zu dem Unfall. Der Unfall, wo 14 Patienten wegen eines Kunstfehlers starben? Ja, ich denke, das war auch die Schuld des Arztes. Meine Schwester wurde von den Erwartungen der anderen und ihren Pflichten getrieben. Direkt in den Tod. Oh, das tut mir leid. Also, sind wir fertig? Ich, habe allen schon meine Geschichte erzählt. Verstehen Sie jetzt, Herr Nick? So funktioniert eine psychische Blockade. Nun, ich plane nicht, in andere Herzen einzudringen, wenn es nicht nötig ist. Diese Blockade war ziemlich leicht, aber vielleicht treffen Sie später noch auf Leute, die nicht so leicht nachgeben. Wenn Sie nicht genug Beweise haben, müssen Sie vorsichtig sein und rechtzeitig aufhören. Alles klar. So, dann bewegen wir uns erst einmal... Hoppala. Zu... Nein, falsch. Wir bewegen uns zurück... Nein. Zu... Oh, hier kriegen wir auch nochmal was mit. Herr Nick? Hä? Was ist los? Ich habe Korain noch nie verlassen. Wirklich? Wow, das ist ziemlich erstaunlich. Sie treffen sich mit der mystischen Maya, oder? Bitte bestellen Sie ihr meine Grüße.
Alles klar. Hey, warte! Sie ist weggerannt, schon wieder. Naja, ich kenne Inis Geheimnis jetzt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Maya retten kann. Ich weiß nicht mal, ob ich lächelnd oder ernst da reingehen soll. Oh. Naja, gute Miene zum bösen Spiel. Los geht's. Was soll ich nur tun? Die Zeit ist fast abgelaufen. Kann ich überhaupt etwas tun? Kann ich sie wirklich retten? Tut mir leid, dass du warten musstest. Hä? Das muss Maya sein. Es ist lange her, nicht wahr, Phoenix? Diese Stimme. Mia! Auch ohne mich hast du offenbar gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Mia, sie ist Mayas ältere Schwester und meine Mentorin. Sie war eine erstklassige Strafverteidigerin, aber ein Fall zwang sie, aufzuhören. Ja, das ist auch eine Art und Weise, es zu beschreiben, Phoenix. Aber immer wenn ich Probleme habe, kommt sie her und hilft mir. Einfach so. Ihr Geist kommt aus der anderen Welt und leiht sich kurz Mayas Körper. Phoenix, so ein Gesicht kannst du vor einem Mandanten nicht machen. Ein Anwalt ist jemand, der lächelt, egal wie schlimm die Lage ist. Gerade dann. Mia, du kannst nur am Ende lächeln, wenn du unterwegs auch ein Lächeln im Gesicht hattest. Wie dem auch sei, so ein Gesicht wie jetzt darfst du einer Mandantin nicht zeigen. Aber... Also, erzähl mir davon. Ich schätze, dass meine Schwester mal wieder großen Ärger hat. Ich erzählte ihr, was in den letzten 2 Tagen alles passiert war. Mia schloss die Augen, hochkonzentriert, während sie zuhörte. Ich verstehe. Mia, was soll ich tun? Es ist ziemlich klar, was ein guter Anwalt in dieser Lage tut. Und das wäre? Sag es mir bitte. Steh zu deinen Überzeugungen und kämpfe um den Freispruch deiner Klientin. Alles klar. Du glaubst, Maya ist unschuldig? Was macht dich da so sicher? Ich weiß es und ich werde dir einen Tipp geben, woher. Ja? Medien können nicht träumen. Können nicht träumen? So wie du es mir erzählt hast, klingt es, als habe Maya bei der Beschwörung geträumt. Ja, sie sagte, dass sie träumte, sie sei gestorben und begraben worden. Aber das ist unmöglich. Sie hat es dir sicher gesagt, wenn ein Medium beschwört, verschwindet sein Geist. Das bedeutet, dass es ihm unmöglich ist, in dieser Zeit zu träumen. Dann, was heißt das? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Maya reingelegt wurde. Reingelegt? Du musst diesen Fall knacken und morgen zeigen, wie sie reingelegt wurde. Okay. Wie soll ich ihre Unschuld beweisen, wenn ich keine Hinweise habe? Wenn du einen Hinweis suchst, den behältst du bereits in Händen. Tatsächlich? Genau wie ich sagte, Phoenix, du hältst den Schlüssel bereits in der Hand. Wirklich? Komm schon, zeig mir den Schlüssel zu diesem Fall. Den Schlüssel, hä? Huh? Na gut, ich zeige ihn ihr. Den Schlüssel, den ich habe. Das war ja schon ziemlich eindeutig, was sie meint. Mia, hast du diesen Schlüssel schon mal gesehen? Ah, der Schlüssel. Das ist buchstäblich der Schlüssel zu allem, was in diesem Fall geschah. Dieser Schlüssel? Phoenix, hör zu. Im Moment hältst du diesen Schlüssel in der Hand. Aber da sollte er nicht sein. Das widerspricht den Fakten. Was meint sie damit? Dieser Schlüssel wird morgen sicher der Beweis sein, der den Fall entscheidet. Du weißt bereits alles, was du wissen musst. Du weißt, was der Schlüssel zu diesem Fall ist. Das ist genug. Aber... Wie kann ich morgen gewinnen, ohne den wahren Mörder zu kennen? Wer könnte... Damals wusste ich es noch nicht. Aber der Tag sollte mit einer Überraschung enden. Oi! Mia? Was? Was ist los? Stimmt ja, nur ich kann die psychischen Blockaden sehen. Sie verheimlicht etwas. Was bedeutet, Mia muss etwas über den wahren Mörder wissen. Aber wenn es etwas ist, das sie sogar von mir verbergen will... Was in aller Welt geht hier vor sich? Sehr mysteriös. Fortsetzung folgt. Wir werden aber auf jeden Fall in diesem Part noch weiterspielen. Das steht fest.
Okay. Wir speichern an der Stelle. Juni 9:48 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Was? Staatsanwalt von Karma? Meinst du? Nein, diesmal ist es dein Nachfolger, habe ich gehört. Nachfolger? Manfred von Karma war ein verdammt übler Zeitgenosse. Er hat keinen miesen Trick ausgelassen. Alles nur, um zu gewinnen. Er war ein Besessener, ein Perfektionist durch und durch. Er hatte eine makellose Bilanz und das über 40 Jahre hinweg. Wer weiß, mit was für fiesen Tricks er all die Schuldsprüche erreicht hat. Und jetzt sein Nachfolger. Was für eine Art Mensch das wohl sein wird. Hört sich nicht gut an. Mystische Maya. Mystische Maya! Perli! Perli, du bist doch noch gekommen. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich habe mir ganz schöne Sorgen gemacht. Hey, wo ist deine Mutter? Ist sie nicht mitgekommen? Mutter passt auf die Schüler auf. Sie meinte, sie würden jetzt 2 Tage lang ohne Pause durchtrainieren. Was? Dann bist du ganz allein gekommen? Jawohl! Hab mich vom Anwesen gestohlen und mich an der Karte orientiert. Du bist nicht ernsthaft den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Natürlich nicht. Ich bin gerannt. Oh Mann. Mit dem Zug braucht man 2 Stunden. Meine Güte. Perli, wäre es mit dem Zug nicht einfacher gewesen? Hä? Was ist das? Ein zu hoch? Ich geb's auf. Es geht gleich los, oder? Ich hab Angst. Was, wenn von Karma mir was antun will? Herr Edgeworth wäre garantiert netter zu mir als von Karma. Herr Edgeworth? Wer soll das sein? Nix, Erzrivale und Freund. Einbruch. Kommt mir vor, als hätte ich ihn gerade gestern noch gesehen. Einbruch. Jeder Prozess war ein zähes, verbissenes Ringen. Von Anfang bis Ende. Mal gewann der eine die Oberhand, mal der andere. Aber als echte Erzrivalen? Maya, erwähn diesen Namen bitte nie wieder in meiner Gegenwart. Was? Aber warum denn nicht, Nick? Es tut mir leid, Maya, du weißt ja noch gar nicht. Er hat uns verlassen, für immer. Was? Moment, warte mal eine Sekunde. Was soll das heißen? Die Verhandlung beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich in den Gerichtssaal. Es geht los, darüber reden wir dann später. Nick! 21. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Ich erkläre hiermit die Sitzung im Fall Meyerfeld für eröffnet. Sind Anklage und Verteidigung bereit? Was soll das Mädchen hier? Alright, wären Sie dann soweit? Was? Ja, euer Ehren, was hat der eigentlich immer gegen mich? Phoenix Wright. Du bist schockiert, dass ich eine Frau bin, stimmt's? Moment mal, die Kleine da ist der berühmte Staatsanwalt von Karma? Ich bin Franziska von Karma, das Genie. Alles klar. Ich gab eine vielversprechende Karriere in Deutschland auf, aus einem einzigen Grunde. Rache. Rache? Etwa für Ihren Vater Manfred von Karma? Wenn es sich hier um eine persönliche Angelegenheit handelt, können Sie sicher... Wawa! Ich rede jetzt. Bei der nächsten Unterbrechung wird meine Peitsche die Gesprächsführung übernehmen. Bitte, rede doch lieber mit dem Mund wie ein ganz normaler Mensch. Nimm dich bloß in Acht, ich werde dich fertig machen. Freunde dich schon mal mit deiner baldigen Niederlage an, Phoenix Wright. Staatsanwältin von Karma, Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Die Blutlinie der von Karmas hat eine einzige Bestimmung. Perfektion. Die Angeklagte Frau Maya Fey wird ihrer Unschuld nicht entkommen. Dafür sorge ich. Also gut. Euer Ehren, plädiert die Verteidigung auf unschuldig? Ja. Dummer Dummkopf, der dumme Träume träumt. 10 Minuten. Ich gebe der Verteidigung 10 Minuten, um sich umzuentscheiden.
Ja, genau, richtig gehört. Du wirst innerhalb kürzester Zeit auf Notwehr plädieren. Notwehr? Wird angewandt, wenn jemand jemanden unabsichtlich zur Selbstverteidigung tötet. Es wäre viel einfacher, nach der jetzigen Beweislage auf Notwehr zu plädieren, aber... Die Verteidigung bleibt bei unschuldig, euer Ehren. Auf Notwehr zu plädieren würde bedeuten, einzuräumen, dass man getötet hat. Wie dumm. Okay, Phoenix Wright. Du willst es also auf die harte Tour. Den ersten Zeugen, bitte. Die ist ja genauso gruselig wie ihr Vater. Wie der Vater so die Tochter, oder so. Zeuge, Ihren Namen und Beruf, aber schnell. Ich find's auch sehr interessant, dass sie denselben Tick hat wie Manfred von Karma, dass sie mit ihrer einen Hand an dem Ärmel zupft. Zu Befehl, Dick Gamschuh der Name, Inspektor im örtlichen Revier. Ja! Komm schon zur Sache. Erläutere dem Gericht die Einzelheiten dieses Mordes. Zu Befehl, wenn mal alle einen Blick auf diese Karte werfen würden. Der Beschwörungsraum hat keine Fenster und die Tür war fest verschlossen. Zur Tatzeit hielten sich in dem Zimmer nur das Opfer und die Angeklagte auf. Und was haben die beiden dort getan? Sie haben einen Geist beschworen, euer Ehren. Einen Geist beschworen? Fassungsloser als der Richter gerade kann man nicht gucken. Jedenfalls wurden kurz nach Beginn der Beschwörung Schüsse aus dem Raum gehört, euer Ehren. Einige der Zeugen brachen die Tür auf und stürmten in das Zimmer. Oh, und so haben sie herausgefunden, dass das Opfer schon tot war, richtig? Ich habe selten zuvor einem so verzwickten Fall vorgesessen. Karte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Also, was war die Todesursache? Dazu wollte ich gerade kommen. Dann hör schon auf, meine wertvolle Zeit zu verschwenden. Zeugenaussage, Todesursache. Die eigentliche Todesursache war ein Pistolenschuss in die Stirn. Der Schuss wurde aus kürzester Distanz abgegeben. Aber vorher wurde das Opfer mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen. Diese Stichwunde war zwar schwer, aber nicht tödlich. Der Mörder benutzte die Pistole, um das Opfer endgültig zu erledigen. Das Opfer wurde also vor dem Erschießen erstochen. Hier ist der Autopsiebericht, euer Ehren. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Nach einem Stich in die Brust wurde er aus kürzester Distanz in die Stirn geschossen. Das Gericht akzeptiert das Beweisstück. Herr Wright, Ihr Zeuge. Los geht's. An dieser Stelle müssen wir erst einmal jede einzelne Aussage angreifen. Moment mal! Die Mordwaffe, Inspektor Gamschuh. Um wessen Pistole handelte es sich? Sie gehörte dem Opfer. Dem Opfer? Und warum bitte besaß er... Warum bitte besaß er eine Pistole? Wen interessiert das schon? Viel interessanter ist doch, wessen Fingerabdrücke sich auf der Pistole befinden. Vielleicht solltest du darauf mal dein Augenmerk richten. Fingerabdrücke? Es wurden Fingerabdrücke gefunden. Außer den Fingerabdrücken des Opfers befanden sich auf dem Griff auch die der Angeklagten, Maya Fey, euer Ehren. Oh, die Fingerabdrücke der Angeklagten befanden sich also auf der Mordwaffe. Da habe ich ihr ja schön in die Hände gespielt. Aus kürzester Distanz, hä? Von was für einer Entfernung sprechen wir denn genau? 30 bis 50 Zentimeter. Und woher bitte wissen Sie, dass er aus nächster Nähe erschossen wurde? Herr Wright. Ich habe genug von den dummen Dummköpfen dieses dummen Landes. Wie bitte? Schmauchspuren. Schmauchspuren? Bei einem Schuss aus nächster Nähe treten Verbrennungen um das Eintrittsloch herum auf. Kugeln werden abgefeuert, weil Schießpulver explodiert und dabei Hitze entsteht, Junge. Und eben solche Schmauchspuren waren deutlich an der Stirn des Opfers erkennbar. Wow, wusste ich nicht. Man lernt echt nie aus. Moment mal! Eine Stichwunde und womit hat man auf ihn eingestochen? Mit einem Obstmesser. Oha, wessen Obstmesser war es? Wir gehen davon aus, dass es dem Face gehört. Wie Sie sich denken können, ist es voller Fingerabdrücke, Maya Face. Komplett voll, was? Das sieht gar nicht gut aus. Wie sieht dein nächster Schritt aus, Phoenix Wright? Moment mal!
Wie schwer war denn diese Stichverletzung? 2 Zentimeter weiter rechts und das Herz des Opfers wäre getroffen. Nach so einer Verwundung ist es unmöglich, sich zu wehren, geschweige denn zu stehen. Momentan läuft alles darauf hinaus, dass sie ihn erstechen wollte. Moment mal! Sind Sie sicher, dass zuerst der Stich und dann erst der Schuss erfolgte? Absolut, so sicher wie man nur sein kann. Ein Blick auf die Wunden und du würdest zum gleichen Schluss kommen, Junge. Wahre Dummheit beweist der Dumme, indem er nur auf andere Dumme hört. Ein Schuss in den Kopf aus allernächster Nähe führt auf jeden Fall zum sofortigen Tod. Von welchem Belang ist die Frage, welche Verletzung als erste zugefügt wurde? Erst denken, dann reden, lautet die Devise Phoenix Wright. Was für eine... Ja, sprich dich aus, Phoenix, oder wäre dann das Spiel schon ab 12? Das reicht jetzt. Die Todesursache wäre damit eindeutig erwiesen. Ich habe hier die beiden Mordwaffen. Sehr gut, das Gericht akzeptiert sie als Beweismittel. Revolver, Mordwaffe gehörte Gray. 2 Schüsse abgefeuert, mit Myers und Dr. Grays Fingerabdrücken. Messer, Mordwaffe, kleines Obstmesser, gehörte den Face, trägt Myers Fingerabdrücke. Der Eintritt des Todes konnte auf den 19. Juni um genau 15.15 Uhr datiert werden. Augenzeugenberichten zufolge wurden zu diesem Zeitpunkt 2 Schüsse abgegeben. Dazu die beiden Mordwaffen, beide mit den Fingerabdrücken der Angeklagten? Scheint, als wäre der Fall damit klar und abgeschlossen. Natürlich. Schlimmer kann's dann ja gar nicht mehr kommen. Als würde der Fall zum derzeitigen Stand nicht viel einfacher dargestellt. Nicht viel zu einfach dargestellt. Euer Ehren, meinetwegen kannst du jetzt schon dein kleines Hämmerchen schwingen. Immerhin ist zweifelsfrei erwiesen, wie sich alles abgespielt hat, oder? Das stimmt wohl, Herr Wright. Ja? Wollen Sie immer noch auf unschuldig plädieren? Das Gericht ist der festen Überzeugung, dass Sie damit schon verloren haben. Siehst du, genau wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Nicht einmal 10 Minuten und schon musst du deine Strategie ändern. Was haben Sie jetzt vor, Herr Wright? Wollen Sie auf Notwehr plädieren? Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt dafür. Das ist Ihre letzte Chance. Eine schwere Entscheidung, das sollte ich mir jetzt ganz genau überlegen. Wir plädieren natürlich auf unschuldig. Wenn wir auf Notwehr plädieren würden, würden wir zugeben, dass sie ihn umgebracht hat. Nach dem Prozess wäre Maya als Mörderin gebrandmarkt. Ihr Leben wäre zerstört. Das darf ich nicht zulassen. Euer Ehren, sind Sie zu einer Entscheidung angelangt, Herr Wright? Die Verteidigung plädiert weiterhin auf unschuldig. Alles außer einem uneingeschränkten Freispruch ist inakzeptabel. Du, dein Schicksal ist besiegelt, Phoenix Wright. Inspektor? Ja, Frau Staatsanwältin. Komm zum Ende deiner Aussage, meinem endgültigen Triumph. Ja, Frau Staatsanwältin. Moment mal, den Ablauf bestimme ich hier immer noch. Oh ja, natürlich. Also dann, Herr Inspektor, setzen Sie Ihre Aussage doch fort. Das Gericht wird erfreut sein, von dem weiteren belastenden Beweisstück zu erfahren. Belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Das ist also das Kostüm. Die Blutspuren sind deutlich erkennbar. Damit wäre eindeutig Meyerfays Verbindung zum Mord belegt. Das Gericht akzeptiert das Beweisstück. Meyers Kostüm, Kleidung, die Maya zum Zeitpunkt des Mordes trug. Es sind Blutspritzer drauf. Nun denn, Herr Wright. Meyers Fingerabdrücke auf beiden Mordwaffen und Blut auf ihrer Kleidung. Schlimmer kann's jetzt aber wirklich nicht mehr kommen, oder? Stimmt was nicht? Du scheinst verunsichert. Ich gehe davon aus, dass die Anklage keine weiteren Beweise mehr vorlegen muss. Kneif ruhig den Schwanz ein und gib auf, Phoenix Wright. Hör endlich auf, mich immer mit vollem Namen anzureden. Das klingt grauenhaft. Belastendes Beweisstück, Kreuzverhör. Okay, wie man sieht, ist es voller Blut. Hier greifen wir an. Das Blut auf diesem Kostüm. Die Untersuchung im Labor hat ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt.
Es befindet sich also das Blut des Opfers auf der Kleidung der Angeklagten. Gar nicht gut. Konnten Sie diesem Beweisstück noch irgendwelche anderen Hinweise entnehmen? Also... Wechsle ruhig das Thema, dann muss der gute Inspektor noch einmal aussagen. Wie schade, keine Zeit. Wir sollten dann wohl fortfahren. Ja, Frau von Kammert, vollkommen recht. Ah, jetzt hat sie sogar schon den Richter auf ihrer Seite. Dabei stehe ich doch so kurz davor, sie fertig zu machen. Was soll ich bloß tun? Natürlich weiter angreifen. Warum wird Franziska auf einmal so schmallippig? Geiles Wort, schmallippig. Ach, schmallippig. Okay, jetzt habe ich es erst gerafft. Ich dachte schon, das wäre so ein umgangssprachliches Wort. Sie muss einen Grund für so einen übereilten Einspruch gehabt haben. Aha, und man sieht diesen Grund auch schon jetzt. Und der muss irgendwas mit diesem Kostüm zu tun haben. Ich muss mich nur noch etwas mehr anstrengen. Herr Reut, Frau von Kammers Beweiskette ist lückenlos. Da gibt's für Sie nichts mehr zu holen. Ich habe keine Zeit mehr. Also, zu dem Kostüm, eine Frage noch. Euer Ehren, bei dem Beweisstück gibt es einen eindeutigen Fehler. Was? Wie kommst du denn darauf, Junge? Wo liegt denn dieser Fehler, den Sie meinen? Soweit habe ich's schon geschafft. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Der Fehler liegt genau hier. Okay, wir zeigen natürlich auf das Loch im Ärmel. Wenn das Gericht sich bitte den Ärmel des Kostüms anschauen würde. Den Ärmel? Da ist ein kleines Loch. Ein Loch? Aber das stand nicht im Bericht. Ein Moment. Was ist das da um das Loch herum? Es riecht ganz schwach nach Schießpulver. Schießpulver? Davon hat mir keiner was gesagt. Ein Loch, das nach Schießpulver riecht. Da habe ich ja anscheinend noch eine Lücke, doch noch eine Lücke gefunden. Euer Ehren, hier kann es sich nur um ein Einschussloch handeln. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das ist ein schwerwiegender Sachverhalt. Wir sollten erst einmal die Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Meyers Kostüm in Gerichtsakte aktualisiert. Ich muss mich entschuldigen, da haben wir wohl geschlafen. Sie lächelt? Was verbirgt sie noch? Reiß dich zusammen, Inspektor. Dieses kleine Loch beweist gar nichts. Die Beweise sind trotzdem eindeutig. Fahr mit deiner Aussage fort. Das war gerade reiner Zufall. Nichts weiter. Wie kannst du das behaupten? Das ist ein eklatanter Fehler. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es sich hier um einen Fehler der Polizei handelt. Aber Staatsanwältin von Kammer hat recht. Die Beweise sind immer noch eindeutig. Wenn Sie keinen grundlegenderen Fehler finden, dann... Das darf nicht wahr sein. Inspektor Gamschuh, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Ja, euer Ehren. So, ganz einfach. Wir werden jetzt bei der letzten Aussage... Tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte... Das Kostüm präsentieren. Inspektor Dick Gamschuh. Ja? Irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollem Namen angesprochen zu werden. Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehene Einschussloch bedeutet. Was es bedeutet? Ich sage Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Oh, du hast recht. Hört sich logisch an. Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde alles ändern. Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha! Was soll dieses Was das endlich lachen? War's das endlich, Phoenix Wright? Frau von Kammer? Nehmen wir mal an, das Opfer hätte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Das stimmt allerdings. Was allerdings, euer Ehren, nicht zum Plädoyer der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie beim Unschuldig. Ah! Jetzt wo sie's. Vollkommen richtig. Das heißt, die Beweislast liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein! Tja, wo sie recht hat. Außerdem,
kann allein die Tatsache, dass das Kostüm ein Einschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützen. Hä? Wieso das? Oh! Steh nicht so nutzlos in der Gegend herum! Berichte dem Gericht gefälligst, wie der genaue Tathergang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen natürlich. Was? Sie meinen, ich ganz allein? Sie verlangen, dass ich ganz allein alle Einzelheiten zusammenfasse? Ah! Jawohl, sofort, Frau Staatsanwältin! So, der Tathergang. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Hört sich plausibel an. Jawohl, Euer Ehren. Also, Herr Wright? Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Also gut, wenn Sie den Zeugen dann ins Kreuzverhör nehmen wollen. Der Tathergang. Okay. Wir werden auf jeden Fall bei... Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Hier präsentieren wir wieder Mayas Kostüm. Das Übersehen dieses winzigen Lochs in dem Kostüm wird der Anklage das Genick brechen. Hä? Wie meinst du das? Dieses kleine Loch hat eine riesige Lücke in ihrer Beweiskette offenbart. Bitte erklären Sie, Herr Wright. Sie behaupten, das Opfer hätte aus nächster Nähe während eines Handgemenges geschossen. Wenn das so war, müssten sich auf dem Kostüm nicht Schmauchspuren befinden? Schmauchspuren? Sie haben doch folgende Aussage zu Protokoll gegeben. Bei einem Schuss aus nächster Nähe treten Verbrennungen um das Eintrittsloch herum auf. Oh! Aber auf dem Kostüm findet sich nicht einmal der kleinste Hinweis auf Schmauchspuren. Wo er recht hat, hat er recht. Und was genau heißt das jetzt? Das heißt, dass die beiden auseinanderstanden, als der Schuss abgegeben wurde. Du enttäuschst mich, Phoenix Wright. Glaubst du ernsthaft, meine Beweiskette so leicht ad absurdum führen zu können? Mit so einer Wischiwaschi-Logik könnte jeder Trottel alles Mögliche begründen. Dann würde ich Sie gerne bitten, meinen Gedankengang zu widerlegen. Mal schauen. Inmitten des Handgemenges stieß das Opfer die Angeklagte von sich weg. Und dann gab es erst den Schuss ab. Zufrieden? Völlig unmöglich. Nach der Zeugenaussage war die Stichverletzung des Opfers äußerst bedrohlich. Das Opfer hätte gar nicht mehr genug Kraft gehabt, die Angeklagte wegzustoßen. Also dann... Genau, die Angeklagte muss das Opfer weggestoßen haben. Nach dem Stich muss sie ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zu stechen wollte, schoss der Doktor. Bitteschön, das sollte sogar dich zufriedenstellen. Das erscheint mir durchaus logisch. Was halten Sie davon, Herr Wright? Aufgepasst, ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben. Konzentrier dich und fang an nachzudenken. Tja, ich würde sagen, da stimmt was nicht. Die Argumentation der Anklage enthält einen entscheidenden Fehler, Euer Ehren. Entscheidenden Fehler? Autsch! Wie interessant. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Präsentation dieses Fehlers. Erkläre mir doch bitte, warum meine Erklärung nicht stimmen kann. In ihren Ausführungen muss ihr einfach irgendein Lapsus unterlaufen sein. Sie muss ein wenig Abstand zwischen sich und den Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Welches Beweisstück könnte dieses Szenario nur widerlegen? Ganz einfach. Der Wandschirm. Dieses Beweisstück lässt ein Kartenhäuschen in sich zusammenfallen. Was soll das sein, ein Wandschirm? Wenn das Gericht seine Aufmerksamkeit bitte auf das Loch darin richten würde. Ah! Wirkt, als wüsstest du bereits, worauf ich hinaus will. Was? Herr Wright, Ihre Erklärung bitte! Sind die beiden wirklich so ahnungslos?
Die Kugel durchschlug zuerst den Ärmel der Angeklagten und danach den Wandschirm. Und das Ganze auf einer Höhe von schätzungsweise 20 Zentimetern über dem Boden. Also, als der Schuss abgefeuert wurde, war Maya, ich meine die Angeklagte, nicht dabei zuzustechen, sondern saß vielmehr auf dem Boden. Ruhe, Ruhe! Das ändert natürlich alles! Schauen Sie sich bitte mal diese Abbildung des Tatorts an. Das Opfer Dr. Gray befand sich hier, als er den Schuss auslöste. Die Kugel traf diesen Wandschirm. Und zwar in einer Höhe von etwa 20 Zentimetern vom Boden aus gemessen. Und jetzt raten Sie mal, wo sich die Angeklagte zu diesem Zeitpunkt aufhielt. So, ungefähr hier. Ungefähr hier. Oh oh, der Richter macht ein Gesicht, als würde er gerade einen üblen Mundgeruch riechen. Das heißt, ich meine... Oh. Pardon, da habe ich mich wohl ein kleines bisschen vertan. Moment. Ich glaube, ich war nicht nah genug an dem Punkt dran. Sie stand hier, direkt neben dem Wandschirm. Moment mal! Die Angeklagte war doch der Höhe des Einschusslochs nach zu urteilen in Bodennähe. Aber... wie kannst du daraus die genaue Entfernung ableiten? Wäre es nicht vorstellbar, dass die Angeklagte wesentlich dichter am Opfer stand? Unmöglich! Aber wieso? Gerade du müsstest das eigentlich wissen, Frau von Karma. Wäre der Schuss aus kürzerer Distanz erfolgt, müssten Schmauchspuren vorhanden sein. Fakt aber ist... Dass es um das Loch in dem Kostüm keinerlei Spuren solcher Art zu finden gibt. Ah! Sei verflucht, Phoenix Wright! Du! Oh, damit wäre dann wohl erwiesen, dass... die Anklage weiter vom Opfer entfernt war, als der Schuss erfolgte. Aber was bitte ändert das an der Situation der Angeklagten? Natürlich alles. Ehrlich gesagt, euer Ehren, ändert das die gesamte Sachlage. Die Anklage behauptet, Angeklagte hätte vorgehabt, das Opfer zu erstechen. Wenn es sich so verhielte, was läge dann näher, als den tödlichen Stoß auszuführen? Aber stattdessen, was tat die Angeklagte zu eben jenem Zeitpunkt? Sie saß drüben neben dem Wandschirm. Genau, wenn Maya Fey tatsächlich die Mörderin war. Warum saß sie dann neben dem Wandschirm, anstatt zum nächsten Stoß auszuholen? Wenn man sich das genau überlegt, ergibt das wirklich keinen Sinn. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was der Grund dafür gewesen sein könnte. Ist klar, Gamschu. Es ist Ihr Job, Gründe zu finden und deren Plausibilität zu belegen. Ugh. Perfekt. Damit sollte der Rest der Verhandlung ein Katastrophenalarm. Du bist ein wirklich kluges Kerlchen, Phoenix Wright. Nicht zu fassen, dass du in einem dermaßen aussichtslosen Fall so gut dastehst. Darum also hatte Papa solche Probleme mit dir. Wirklich unterhaltsam. Igitt, musste sie von ihrem Vater ausgerechnet dieses schmierige Grinsen erben? Inspektor, wie kannst du es wagen, meine unumstößliche Logik dermaßen zu ruinieren? Wie bitte? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal an allem schuld? Zur Wiederherstellung deines Status solltest du erst einmal diesen 3-Tage-Bart loswerden. Ach, und übrigens, verlass dich drauf, das wird noch Konsequenzen für dich haben. Konsequenzen? Nun gut, euer Ehren, ich denke, die weitere Anwesenheit des Inspektors erübrigt sich. Wir sollten den nächsten Zeugen aufrufen. Nächster Zeuge? Das muss Lotta sein. Also gut, das Gericht nimmt sich eine 5-minütige Verhandlungspause. Danach werden wir dann den nächsten Zeugen hören. Fortsetzung folgt. 21. Juni, 11.37 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Okay, an dieser Stelle werden wir aber auf jeden Fall für heute Schluss machen, denn jetzt folgt ja ein weiterer Teil der Verhandlung, der auf gar keinen Fall in diesen Part mehr passen wird. Von daher, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.